Hallo miteinander, der Edi hier von Isedin Fotografie und heute wieder mit etwas Neuem vom Fotikästchen. Und zwar fragt ihr euch, was so in dieser schönen holzigen Box drin verpackt ist. Und zwar ist das ein kleines Set für euer Smartphone. Und zwar handelt es sich dabei um ein Linsenset. Ich habe jetzt das, dass es nicht gerade rausgeht. Ein vierteiliges Linsenset für euer Smartphone. Spielt dabei keine Rolle, was für das es ist, weil es ist universell einsetzbar. Ja, für was braucht man so ein Set überhaupt? So ein Smartphone ist natürlich in gewisser Hinsicht ein bisschen begrenzt, was die Funktionalität der Kamera anbelangt. Aber es gibt ja viele unter euch, die gar keine grosse Kamera mehr haben oder wollen, sondern nur noch Smartphone dabei haben, die ja mittlerweile auch recht anständige Bilder liefern. Und wenn ihr dort ein bisschen mehr herumspielen wollt und ein bisschen mehr Vielfältigkeit haben wollt, dann lohnt sich so ein Set zum Kaufen. Und ich habe jetzt hier das vom Fotikästchen bekommen, um es euch mal vorstellen, um es mal zeigen und um es testen, was für Möglichkeiten das es gibt. Und ja, wir fangen einmal an, um einfach einmal mit der Vorstellung, was alles dabei ist. Und zwar haben wir hier drin, zuerst ist eben das, so ein kleines Transporttäschchen mit einem Karabinerhaken, wo man da irgendwo kann, bequem am Rucksack machen kann und so weiter. Wenn wir dann nachher das Täschchen öffnen, dann haben wir in diesem Set vier Linsen drin. Das erste ist ein 60mm Teleobjektiv. Das ist ein Zweifach-Zoom, den ihr auf eure Kamera tun könnt und dann eigentlich ein bisschen mehr Zoom drin habt. Dann haben wir hier einen Polarisationsfilter. Was der nützt, ist folgendes. Zum einen habt ihr die Möglichkeit, mit dem den Himmel ein bisschen abzudunkeln. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Spiegelungen vom Wasser wegzunehmen. Also wenn ihr irgendwo zum Beispiel einen See fotografiert oder am Meer seid und gerne wollt, dass man die Steine unter der Wasseroberfläche auch sieht, dann könnt ihr das mit einem Polarisationsfilter machen. Da kann man nämlich drehen und einstellen und dann kann man das perfekt anpassen, so wie man es gerade braucht, dass auch dass die Lichtbrechung der Richtung auch weggenommen wird. Dann haben wir hier eine Makrolinse, ein Makroobjektiv. Ganz spannend finde ich da, ich hoffe, man sieht das jetzt ein bisschen, dass wir eine transparente Lichtblende haben. Das hat natürlich mit dem zu tun, dass wenn man da so nahe fotografieren will, dass man das auch kann. Weil wenn man zum Beispiel eine nicht transparente hat, mal geschwind schauen, welches das wir hier haben. Wenn man zum Beispiel bei der Tele schaut, wenn man das jetzt hier da drauf tun, dann kommt kein Licht mehr durch. Und man könnte das eigentlich gar nicht richtig fotografieren. Weil mit dem Makro muss man wirklich sehr, sehr nüchtern hergehen. Genau, das ist eigentlich das. Und das dritte, was wir noch haben, ist ein Weitwinkel. Das heisst, wenn ihr irgendwo seid, wo es ein bisschen eng ist, wo ihr noch ein bisschen mehr von der ganzen Umgebung drauf haben wollt, könnt ihr das hier drauf tun. So, dann haben wir noch dabei ein Manual, wobei so wirklich brauchen tut man das eigentlich nicht. Das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, das Ganze. Wir haben hier noch weitere Sonnenblenden und Filter dabei, also noch einen zweiten Polfilter. Da hier haben wir eben den einen, also einen Polfilter von, ich weiß gar nicht, was für ein Durchmesser das hat. Und da hätten wir noch einen grösseren. Ich glaube, den kann man sogar noch auf das Weitwinkel drauf tun. Und kann das mit dem Weitwinkel zusammen nutzen. Sehr cool. Und dann hätten wir hier noch eine Gegenlichtblende, auch für den Weitwinkel. Ob man das jetzt wirklich braucht, die Sonnenblende, weiß ich jetzt nicht. Und dann hätten wir hier noch das Putzlümpli, damit wir die Linsen alle schön sauber haben. Der erste Eindruck von dem Ganzen, es ist wirklich sehr hochwertig. Also vor allem, so, wenn man so die Weitwinkel und die Telelinse in die Hand nimmt, also das hat schon ein rechtes Gewicht für so ein kleines Ding. Also man merkt dann auch, das ist nicht einfach irgendwo
irgendwelchen Schrott, der da hineingebaut worden ist. Aber wenn man sich da mal das Ganze anschaut, ich weiß nicht, ob das Kamera jetzt richtig fokussieren kann, aber also es ist schon gut verarbeitet. Okay, wie nutzt man jetzt das Ganze? Ja, wenn ihr zum Beispiel so eine Kamera habt, also so ein Handy habt mit zwei Kameras, dann müsst ihr mal schauen, wenn ihr die Kamera einschaltet, dann schaut ihr mal, dann stellt ihr am besten halt natürlich auf den Fotomodus stellen und dann stellt ihr mal den Finger über eine Linse heben und nachher über die andere. Und dann seht ihr dann, dort wo es dann verdeckt ist, das ist die Hauptlinse. Und ich habe festgestellt, zum Beispiel das iPhone, bei dem ist es so, wenn ich jetzt da auf das Tele schalte, auf die Zweifachvergrößerung, wenn ich dann zum Beispiel das da hier will, nutze das Teleobjektiv, um eine Vierfachvergrößerung zu haben, dann schaltet das nicht immer auf die zweite Linse, sondern nur der, wenn genug Licht rum ist. Und das kann dann natürlich schnell einmal vorkommen, dass wenn man da auf der einen Linse das Zeug drauf hat und nachher umschaltet, dass es dann manchmal umschaltet und manchmal nicht. Um das richtig zu nutzen, müsste man dann einfach eine andere App brauchen, wo man das manuell umschalten kann. Okay. Zum das Montieren nimmt man da das Teil da. Das ist übrigens die Halterung, also das hat da vorne zwei so Gewind und so eine Seite, also so ein Schräubeli, wo man das nachher dran machen kann. Es ist auch extra so gemacht, dass man es nicht übertrieben kann anziehen kann, um den Bildschirm nicht zu beschädigen. So. Wichtig ist, wenn ihr das erste Mal montieren wollt, die Kamera abschalten, weil sonst drückt ihr irgendwelche Knöpfe, die ihr nicht wollt. Und jetzt hat es da, habe ich das vorhin vergessen zu zeigen, jetzt hat es da so ein Fadenkreuz. Seht ihr das? Und um das montieren, tun wir das da schön zentrieren, dass wir das eigentlich auf der Kameralinse zentriert haben. Und dann tut man das schön anziehen und dann hebt das eigentlich ziemlich gut. So. Und jetzt, wenn ihr zum Beispiel so eine Linse nutzen wollt, mal angenommen, ich möchte jetzt die Telelinse nutzen, dann hat man da so eine kleine Abdeckung, wo man die wegnehmen kann. Und da hier auch. Und am besten vorgängig noch die Kameralinse putzen. Da hier alles schön putzen. Und dann kann man das einfach da dran schrauben. Idealerweise, ich kann das jetzt nicht machen, aber idealerweise tut man das Handy eigentlich ablecken, so dass man es eigentlich flach hat und tut es oben drauf schrauben. Und dann haben wir das eigentlich schon. Wenn man jetzt das wechseln will, dann ist es relativ simpel. Drehen, hält man es weg. Dann schwingt die Deckel gerade wieder drauf, damit nichts beschädigt wird. Und dann wird man zum Beispiel mal das Weitwinkel nutzen. Was ich ein bisschen zugeben muss, was ein bisschen fummelig ist, ist da die Abdeckung wegzubringen. Ich, wo immer so kurze Nägel habe, bringe das alles fast nicht fertig. So, jetzt tun wir da zum Beispiel mal den Weitwinkel drauf. Und dran schrauben. Und dann hebt das eigentlich schon. Und dann könnt ihr eigentlich eure Kamera starten. Und könnt mit dem Tiptop Fotos machen. Ihr könnt auch noch einmal von oben reinschauen, um zu sehen, ist das genug zentriert. Ihr seht es aber auch auf dem Display selber, falls die Kamera plötzlich irgendwie Ränder bekommt oder unscharfe Ränder hat, dann wisst ihr, hey, ich bin da nicht komplett in der Mitte. Und das ist eigentlich schon die ganze Hexerei, die ich euch jetzt hier innen zeige. Und das nächste, wo der kommt, sind dann die Beispielbilder. Für das gehe ich mal raus, nehme mein Smartphone mit und tue ich dann eigentlich von der gleichen Szene, von der gleichen Landschaft, machen wir mal ein paar verschiedene Bilder. Und ja, dann könnt ihr mal schauen, wie das aussieht. Ja, wie angekündigt, sind wir jetzt an den Bildern gerade am Anschauen, wo ich draussen erstellt habe. Und zum Zeigen mal, das erste Bild ist einfach mal ohne irgendwelche Vorsätze, ohne irgendwelche Linsen gemacht.
Alle die Bilder sind leicht bearbeitet, aber es geht ein bisschen darum, dass ihr ein bisschen das Gespür bekommt, was das was ist. Aber da sehen wir das erste Bild, Reflexionen im Wasser. Der Himmel ist zwar schon sehr, sehr schön blau. Wenn wir jetzt aber das zweite Bild nehmen, wo wir den Polfilter mal dran haben, dann sehen wir oben schon, es ist ein bisschen dunkler geworden und auch die Reflexionen im Wasser sind nicht mehr vorhanden. Wir sehen eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut am Boden. Aber dann noch ein zweites Testbild, auch eins wieder ohne Linse, leeres iPhone, ohne irgendwelche sonstige Manipulationen. Auch da wieder die Reflexionen im Wasser sehr gut sichtbar. Und der Himmel ist zwar schön blau, aber nicht sehr, sehr dunkel. Und da wieder mit dem Polfilter. Ihr seht auch da, dass wir jetzt wieder schön auf dem Boden sehen, das Wasser hat eine andere Farbe bekommen und der Himmel ist deutlich, deutlich dunkler geworden. So, und dann haben wir das Ganze am zweiten Tag auch noch einmal gemacht. Das Wetter war jetzt auch nicht so perfekt gewesen, aber spielt jetzt auch nicht so eine Rolle. Da sehen wir einfach auch wieder, das ist so das normale iPhone Foto ohne irgendwelche Linsen drauf. Und dann wechseln wir gerade mal auf die Telelinse. Ja, da sehen wir jetzt doch zweifach Zoom. Also der Ausschnitt gegenüber von vorig ist schon mal deutlich, deutlich kleiner. Also der Ausschnitt ist grösser, so muss ich sagen. Wir haben mehr reingezoomt. Und dann hätten wir das dritte Foto. Das wäre, wenn ich das richtig sehe, die Weitwinkellinse. Und da sehen wir halt da schon wieder, es ist schon ein wieder mehr drauf wie vorig. Und dann die Weitwinkellinse mit dem Polfilter drauf. Auch da haben wir jetzt wieder andere Reflexionen im Wasser, wobei eben mit dem Wetter könnte das auch noch ein bisschen zusammenspielen, dass das halt so aussieht. Ah, und jetzt hatten wir die Weitwinkellinse, genau. Vorig haben wir die Normallinse gehabt mit dem Polfilter, das ist die Weitwinkellinse ohne Polfilter. Man sieht auch da deutlich, links und rechts ist viel mehr drauf. Aber ohne Polfilter sind die Reflexionen nach wie vor im Wasser vorhanden. Da mit dem Polfilter sehen wir jetzt wieder bis am Boden runter. Also Steine, Sand, oben der Himmel ist ein bisschen dunkler geworden. Der Farbstich, der kommt ein bisschen durchs Wetter. Das ist jetzt halt so. Und dann zeige ich euch da noch einmal mit der normalen Linse, einfach so zum ein bisschen sich das vorstellen, wie die Reflexionen effektiv wegkommen. Das ist jetzt ohne irgendeinen Vorsatz fotografiert. Man sieht zwar am Boden, aber die Reflexionen sind gleich so ein bisschen vorhanden. Und jetzt mit dem Polfilter sehen wir schon einen drastischen Unterschied, so dass wir wirklich direkt am Boden innen sehen, fast keine Reflexionen mehr haben, außer oben so ein bisschen in den Ecken innen. Aber das können wir ja nur verkraften. Und das Letzte, was ich euch da noch zeige, und das ist so ein bisschen wirklich etwas, was mir am besten gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Makroaufnahmen. Und die sind eigentlich so direkt im iPhone fotografiert worden. Da haben wir ein Blümchen, da haben wir ein anderes Blümchen. Da habe ich es noch kombiniert mit dem Zweifach-Tele, also von der Kamera auf der Zweifachlinse und dann noch das Makro drauf. Da. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und was haben wir da noch? Da haben wir auch noch etwas, wieder einfach so ein Pflänzchen, einfach, dass ihr das mal ein bisschen seht, wie nah man hier aufnehmen kann. Also man kann wirklich so bis auf 1-2 cm daher. Und das finde ich schon, also ja, ich finde es beeindruckend. Und da ist noch ein dritte, das haben wir da, das vierte Foto. Auch wieder einfach zum zeigen, was man mit der Makrolinse alles machen kann. Das wären jetzt so ein paar Beispiele gewesen und wir gehen jetzt zurück ins Studio für ein Schlusswort. Ja, wir sind zurück. Du hast vielleicht gesehen, was für Möglichkeiten das alles rum sind. Eben für zum Beispiel Teleaufnahmen machen. Da kannst eben, wenn du zum Beispiel die Linse kannst umschalten, dann kannst du bis zu 4-fach Zoom haben. Die Makrolinse finde ich persönlich ist mein Favorit. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Wirklich sehr spannend. Und die Weitwinkellinse finde ich auch recht geil. Was ich noch ein bisschen mehr testen muss, ist einmal der Polfilter. Ja, vielleicht, wenn ich den ja mehr bin oder so, teste ich das einmal richtig noch. Aber alles in allem, ich finde es ein cooles Set. Wenn du eben zum Beispiel nicht Lust hast, ständig deine grosse Kamera mitzuschleichen oder fast gar keine grosse Kamera hast, kann ich dir das Set empfehlen. Das gibt es bei Fotikästchen. Den Link tue ich in die Videobeschreibung rein. Und ja, wenn du Fragen dazu hast, kannst du gerne auf mich zukommen oder zu Markus. Und sonst
kannst auch gerne mal auf meinem Blog. Dort wird es auch noch Beispielbilder drauf haben und alles andere, wo auch noch ein bisschen beschrieben ist. Ja, danke dir vielmals fürs Zuschauen. Hab's gut und erschienen.